Hey, dieses Video könnte eine etwas schlechtere Qualität haben, als du es von mir gewohnt bist oder von YouTube allgemein. Das liegt daran, dass ich einen Fehler beim Rendern gemacht habe und dieses Video hier zweimal rendern musste. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, und trotzdem noch viel Spaß bei diesem Video. Tschüss. Kann man den noch hier so einen verpassen? Sie haben ein weiterlaufendes, also ein Schadenmodell haben sie eigentlich nicht. Na gut, die sehen auch schon schlimm genug aus, finde ich. Oh, Treibstoff. Treibstoff brauchen wir. Wir können nämlich... Das ist hier schon wieder die... Ach, warte mal. Fernkampfwaffen verursachen sehr viel Lärm und machen andere Beißer in dem Gebiet auf sie aufmerksam. So. Nein, aber was halt... Der Zombie ist verschwunden. Okay. Nee, was halt... Ich sag mal, das... Besondere? Nee, auch schon wieder... Diese, guck, das nervt mich so ein bisschen, dass das hier unten auf C und Y ist. Aber egal. Nein, also was schon wieder so ein bisschen diese Gruppendynamik und dieses Gruppensystem, sage ich mal, ja, schon wieder zeigt. Man kann hier irgendwie so Treibstoff finden. Den braucht man halt, um mit dem Auto zu fahren. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man keinen Treibstoff mehr hat. Aber auf jeden Fall braucht man halt Treibstoff. Treibstoff vor allem. Seht ihr, da steht noch mehr Treibstoff. Hier sollen wir uns anstellen? Nee. Ich weiß auch persönlich, also das ist so ein bisschen unklar, ob die jetzt wissen, dass es diese Viecher hier gibt oder nicht. Weil, also ich persönlich, die haben ja ziemlich gechillt, sag ich mal, noch reagiert, als der Vater angegriffen wurde von dem werten Herrn Daryl hier. Aber dann wissen sie halt schon, dass man die nur mit Kopfschüssen töten kann. Das ist natürlich, ist zwar möglich, dass sie das halt schon wussten. Verdammt, jetzt geh bitte wieder in die Hocke. Ich bin das gerade noch so ein bisschen von DayZ gewohnt. Ah, hier ist noch Munition. Und hier diese Flasche können wir aufnehmen. Jetzt können wir auf die wechseln. Warte, wenn ich sie jetzt finde. Natürlich kann ich die so nicht auswählen, scheinbar. Wie wähle ich die denn jetzt aus? Na gut, dann warte mal, dann so funktioniert das ja auch. Okay. Jetzt können wir die da hinten hinschmeißen. Dann gehen die da hin. Oder zumindest sollten sie das. Warum darf ich hier nicht lang? Das finde ich so ein bisschen doof, wenn ich ehrlich bin. Ah, der hat uns gesehen. Das heißt, wir müssen laufen. Jetzt gleich kommt auch vermutlich ein ziemlich blöder Effekt, wie ich persönlich finde. Okay, der kommt jetzt noch nicht. Das ist super. Warte aber trotzdem mal. Was? Was soll ich denn hier machen? Warum ist er denn noch nicht im Auto? Müsste eigentlich... Ja, Gott. Oh nein. Warum ist der denn noch nicht im Auto? Der Typ müsste im Auto sein. Gott verdammt. Jetzt wird es doch vielleicht ein bisschen eng. Ich glaube, Fernwaffe. Verdammt. Na komm, na komm. Oh fuck, Alter, ich bin gleich down. Ich kann irgendwie auch nicht auf meiner... deine Ding da, wie hieß es? Auf die Heilung und alles irgendwie umspringen. Bin ich scheinbar zu doof für. Au. Ach, jetzt warte mal, jetzt weiß ich es wieder. Vier. Siehste? Also drei. Nee, oder? Ah, okay. Ich glaube, ich habe irgendein Event vielleicht nicht ausgelöst. Kann das sein? Nein, das gibt's doch nicht.
Hilfe! Noch Benzin. Was ist jetzt? Ist auch da. Komisch. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Komm, ach, da habt ihr den Effekt gerade noch gesehen. Ich zeige ihn euch gleich aber nochmal. Was haben wir denn da? Na gut. Jazz Collins ist der Gruppe beigetreten. Truck 2-Sitzer gefunden. Hier sieht man's. Wir haben eine Gruppe, scheinbar. Das finde ich super. Okay. Reisekarte. Hier können Sie Ihr nächstes Ziel wählen und festlegen, wie Sie dorthin kommen. Auf Nebenstraßen verbrauchen Sie mehr Treibstoff, aber mehr Möglichkeiten, Vorräte zu suchen. Auf Highways sparen Sie Treibstoff, haben jedoch weniger Möglichkeiten, nach Vorräten zu suchen. Also von daher, wir können jetzt, wie können wir denn jetzt hier die Route beispielsweise wählen? Oder haben wir nur eine Route? Scheinbar haben wir gerade nur eine Route. Ja, wir haben scheinbar nur eine. Tageszeit Nachmittag. Die Einfahrt, der Hügel, Heimatort der freundlichen Gemeinschaft, des Dreamer Ways, Grove Parks ist die letzte Chance für Jäger auf dem Weg den Berg hinauf, sich mit Vorräten zu versorgen. Okay, dann fahren wir da doch lang, würde ich sagen, ne? Kommt doch scheinbar eh nicht hier lang, also von daher fahren wir da. Ach, jetzt haben wir hier noch. Hoher Strahl halten sie oft an, um Vorräte zu suchen. Mittlerer Treibstoffverbrauch halten sie gelegentlich an, um Vorräte... Achso, okay, so... Ja, okay. Chance, Vorräte zu finden. Mittel. Niedrig. Hoch. Nehmen wir das. Komm, nehmen wir das. Also nehmen wir die Hauptstraße. Dann machen wir Start. Bin ich ja mal gespannt. Not a damn thing. My phone ain't working either. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. Then don't. Leave it be. And we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's... Well, he's just not right. What'd you say to me, old man? Merle's 10 times a man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. Kann ich jetzt irgendwie... Was kann ich machen? Nichts, ne? Das ist so ein bisschen komisch gerade. Ich kann ja auch gerade... Ach nee, da oben steht's ja, lädt. Vielleicht sollte ich mal kurz die Aufnahme pausieren. Ich glaube, das mache ich mal gerade, weil dann lädt's eventuell ein bisschen schneller. Einen Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hier können Sie Ihre Überlebenden verwalten. Objekte auf Ihr Fahrzeug übertragen. Objekte auswählen, die Sie ins nächste Gebiet mitnehmen wollen. Das heißt also, wir haben hier nochmal so eine kleine Auswahl. Abbrechen, warte mal, kann ich der Tür mit E oder wie? Ach, Ort bitten. Ah, okay. Dann mache ich mal gerade hier noch. In Ihrem Fahrzeug können Sie gesammelte Waffen, Ressourcen und Vorräte lagern. Objekte können vor dem Betreten eines Gebiets zwischen Ihrem und den Fahrzeugen mit da verschoben werden. Ah, okay. Dann würde ich sagen, schieben wir doch mal den hier. Wie mache ich das denn jetzt? Übertragen. Okay, dann drücken wir mal übertragen. Eine Glasflasche, Gewehrmunition, Treibstoff. Kann ich den Treibstoff einfach so übertragen? Ja, gut. Die Gewehrmunition sollte ich mitnehmen. Und allgemein sonst alles, ne? Okay. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt ins Gebiet. Beim Wagen bleiben. Soll er beim Wagen bleiben oder mitkommen? Wie kann ich den denn mitnehmen? Oder muss der hier bleiben? Der muss scheinbar hier bleiben. Oder der muss scheinbar mitkommen. No driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. Bet them psychos came here, too. Yeah, maybe. Town circled their wagons, you see? Looks like a DMZ. If there's any gas, it'll be at Lucky's. Okay.
Dann schauen wir mal. Oh, das sieht ja aber wirklich schon übel aus. Das ist unser Auto, ne? Okay. Da liegt auf jeden Fall jemand. Hey. Hey. Okay, der ist tot. Was haben wir hier? Okay, ich habe eine Taschenlampe. Power's out. Okay, Sportgetränke nehmen wir mit. Hm. Da ist schon wieder so ein Typ. Also wir wissen scheinbar noch nicht so viel hiervon. Wir haben scheinbar nur halt bemerkt, dass man die nur mit dem Kopfschuss töten kann. Nee! Oh, verdammt, mal leck mich! Okay, komm, gehen wir hoch. Der sieht irgendwie vertrauenswürdig aus. Außerdem ist er gerade scheinbar erst ausgebrochen. Gemütlich. Ach, Polizei sogar. We'll talk when you finish the nickel tour. Okay. Dann reden wir danach. Gut, dann lass mal schauen, was haben wir denn hier alles. Ich verstehe nicht genau, warum hier schon ein Fass brennt. Okay, reden wir mal mit ihm. Hey. Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia SO. Go for you. Sockles all over this place too. The Biders? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them till they tore up our camp. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. Uh-huh. We help each other survive, or we don't. That's it. Normal rules suspended for the foreseeable future. That applies to good guys and to, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. The batteries went dead 2 days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. Hm? Ja? Ja, gut. Was wollte ich gerade sagen? Es ist scheinbar, also es sieht scheinbar gerade so aus für mich. Wir waren mehrere Tage jagen. Beziehungsweise auf einem Jagdausflug halt einfach. Und sind jetzt halt wieder, beziehungsweise jetzt wurde halt unser Camp da auseinandergenommen. Beziehungsweise halt unser Vater wurde angegriffen. Darum denken wir halt vermutlich, dass es hier einfach nur so, es sich hier um Psychos handelt. Und nicht um Beißer, wie sie hier genannt werden. Ich nenne sie ja liebend gerne Zombies. Locked up. Locked up. Rocked up. Nun eigentlich unser Freund hier. Das ist einfach futsch. Ist verloren gegangen. Naja, egal. Okay, wir sind zur Polizeistation. Ne? Ich kann gar nicht hier meine Ziele. Also ich weiß nicht, wie ich meine Ziele hier abrufen soll. Da liegt doch ein Zombie. Der scheint doch noch in Ordnung zu sein. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Wie komme ich denn jetzt hier lang? Was? Was muss ich denn machen? Yes, sir. Ja, dann gehen wir vielleicht nochmal hier durch den Laden. Wenn ich jetzt hier wirklich durch den Laden muss, dann finde ich das ein bisschen komisch, aber egal. Tatsächlich, ja gut, ich muss durch den Laden. Ich finde das ein bisschen linear gerade. Finde ich immer schade, wenn so ein Spiel extrem linear ist.